Können ja nur Asiaten machen, sowas. Och, cool. Jetzt sind wir wieder in der Schule. Dolle Wurst. Ich gehe jetzt einfach mal nach links, weil ich mir dachte, ich gehe mal nach links. Hier geht's auch nach oben. Soll ich hochgehen? Ich gehe jetzt einfach hoch. Ist mir gerade egal eigentlich. Ich will das Spiel mal beenden hier. Leute von heute, was ist denn los? Tür. Okay. Okay. Da wäre eine Tür gewesen. Trotzdem gucken wir erstmal weiter. Das wäre auch... Ja gut, die funktioniert nicht. Das ist noch eine Tür. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, welche Tür ist jetzt wieder die richtige? Gehen wahrscheinlich auch nicht alle auf. Jetzt mal ganz davon abgesehen, dass sie da sind. Die ist auch so erhaben irgendwie, ne? Der Knauf, der ist so einladend. Komm, gehen wir mal rein. Door is blocked by any hell, bla 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 bla. Okay, die Tür ist auf jeden Fall blockiert. Meine Herren. Also das Spiel macht es einem ja nun nicht leicht. Ich wüsste auch nicht, wo diese Türen jetzt hinführen sollen, weil es ist ja, wie man sieht, da hinten ist ja nichts mehr. Außer Wolken und so. Was passiert hier? Oh, die Tür geht auf. Ich gehe einfach mal rein. Da ist hier. Hallo? The bonfire of hope is almost depleted, diminishing in the wind. Ich kann das nicht übersetzen. Irgendwas mit Hoffnung. Okay, scheint eine Schulklasse zu sein oder ein paar Leute zumindest aus einer Schulklasse. Mädchen mit Zopf haben wir vorher mal gesehen, da waren die Hände so, ne, aber gesehen. Some of the book contents might conflict with your everyday thoughts. Okay, etwas, so also ein paar Sachen aus den Büchern könnten in Konflikt stehen zu dem, was du so jeden Tag denkst. Oder was dein Freigeist denkt, wie auch immer. But this material will help you engage in reflective and independent thinking. Okay, aber dieses Material wird dir helfen, dich weiterzuentwickeln. Ich glaube, engage ist weiterentwickeln. In reflektiver und selbstständiger Denkweise. Oder in reflektivem und selbstständigem Denken. Well, let's call it a day. Lass es uns einen Tag nennen. I do want to remind you all again. Ich will dich nochmal an alles erinnern. To never mention the book club to anyone else. Okay, also niemanden jemals etwas von dem Buchclub zu erzählen. For that might put yourself and others in great danger. Okay, das würde dich und andere in große Gefahr bringen. And why? I'd like to ask you a favor. Okay, und why? Ich würde dich gerne um einen Gefallen bitten. Yes, Miss Jin? Ach, sie Lehrerin! Okay, alles klar. Jin, it's about the new books. Es geht um die neuen Bücher. I've already given the list to Mr. Chang. Okay, ich habe die Liste schon Mr. Chang gegeben. He said the shipping company won't help us anymore, but he'll figure something out. Okay, also die Versandfirma, die denen die Bücher schickt, wird ihnen nicht mehr helfen, aber er wird irgendeinen anderen Weg finden. Er wird sich was ausdenken. The government is enforcing restrictions on all imports. Okay, also die Regierung lässt alle Importe verbieten. Ja. Jetzt nicht wörtlich verbieten, aber restricted heißt ja eigentlich verboten. Oder zumindest mal nicht für jedermann zugänglich, ne? Soon the book club might come to an end. Okay, bald wird der Buchclub vielleicht zu Ende sein. Oder nicht mehr existieren. Punkt, 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 Punkt. Miss Jin, why are things like this? Okay, Miss Jin, warum ist das so? I'm sorry, why? There is nothing I can do either. Es tut mir leid, weil ich kann nichts mehr tun. Oh, just one more thing before you go. Also, noch eine Sache, bevor du gehst. Mr. Chang never brought us any of those books in the first place, right? Okay, Mr. Chang hat uns nie direkt solche Bücher gebracht. Also, in the first place... Ja, also wahrscheinlich wollen sie Ärger für ihn ersparen oder sowas, könnte ich mir vorstellen, um
Und jetzt wollen sie ausmachen, dass er, dass niemand erzählt, dass er ihnen die Bücher zugänglich gemacht hat. Irgendwie so. Oder aber Mr. Chang war das Problem. Und hat das die ganze Zeit irgendwie weitergegeben, dass sie da den Buchclub haben. Ich verstehe es nicht ganz genau. Ha! I know I can always count on you. Okay, ich weiß, ich kann immer auf dich zählen. Ich finde immer wieder Sachen. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Blacklisted Return. Was? Home for Burial. Half a century in exile. Blacklisted to return home for burial. Okay, also nach einem halben Jahrhundert werden Leute aus dem Exil, also blacklisted, also Leute, die auf einer Liste standen, auf einer schwarzen Liste standen, zurück nach Hause geschickt, um beerdigt zu werden. Verstehe ich das? Bury ist ja eigentlich beerdigen. During the period of martial law, Miss Jin Tsui Han was a wanted political fugitive. She was lucky to evade arrest and left the country only to be blacklisted. Okay, also diese Miss Tsui Han wurde politisch verfolgt. Sie hatte Glück. Ja, she was lucky to evade arrest and... Nee, sie ist wohl dieser Gefangenschaft entgangen und hat das Land verlassen. Ich verstehe es auch wieder nicht alles, ne? She traveled the world fighting for human rights and freedom of expression, but unfortunately died of lung cancer at the age of 50. Okay, also sie hat die ganze Welt bereist und hat sich für die Rechte oder für das Recht auf Freiheit und Selbstverwirklichung, Expression wahrscheinlich, Selbstverwirklichung eingesetzt, ist aber unglücklicherweise im Alter von 50 an Lungenkrebs gestorben. Her last wish was to be able to return to her hometown. Ihr letzter Wunsch war es, in ihre Heimatstadt zurückkehren zu können. Now this wish can be achieved with the lifting of martial law. Okay, also nun kann dieser Wunsch erfüllt werden. With the lifting of martial law. Okay, lifting. Lift ist eigentlich heben. Erhebung des martial law. Martial law. Wie übersetzt man das? Auf jeden Fall irgendein Gesetz, ne? So, ist ja alles... Oh, da fliegt noch ein Buch rum oder so. Ist ja alles recht und gut. Nichtsdestotrotz, das Spiel könnte jetzt langsam zu Ende sein. Jetzt mal ernsthaft. Was ist denn das? Ich meine, ist alles schön und gut. Das schafft doch kein Mensch in 3-4 Stunden. Können wir keiner erzählen. Oder etwa doch? Das wäre jetzt eine interessante Frage. Hat es irgendeiner von euch, die hier zuschauen, mal gespielt und war tatsächlich deutlich schneller? Ich meine, es spielt keine Rolle. Man spielt ein Spiel ja nicht, um schnell zu sein. Man spielt ein Spiel ja, um es zu spielen. Ist ja so. Aber teilt da gerne eure Erfahrungen mit mir. Was? Lichtgestalt. Ja, teilt gerne eure Erfahrungen mit mir bezüglich des Spiels, falls ihr es gespielt habt. Wie ihr das so empfunden habt. The way forward is the path to your past. Okay, der Weg nach vorne ist der Weg in deine Vergangenheit. However the road ahead has crumbled. Wie auch immer sich die Straße dann crumbled. Also crumble ist ja eigentlich rühren. Also wie auch immer sich die Straße verbiegt oder was auch immer. Lead me anywhere and I will follow you like a shadow. Okay, führ mich überall hin. Ich werde dir folgen wie ein Schatten. Alter, ich bin langsam echt kaputt. Ich bin echt kaputt. Alter, geht nicht weiter. Also müssen wir das hier. Ich könnte auch zurückgehen durch die Tür und nochmal... Meine Fresse. Ich mache ja wirklich vieles, ne? Ich mache viel mit, ey. Aber inzwischen bin ich ja... Also ich bin ja kaputt. Ich gehe jetzt nur nochmal runter, um zu checken, ob irgendwie auf der anderen Seite es noch eine Treppe runtergeht. Nur... Für den Fall. Man weiß ja nicht, ob man was verpasst hier. Tür. Hi. Ach nee, nö. Waren wir schon. Kennen wir schon. Unglaublich. Also von da bin ich vorher auf jeden Fall vorher direkt nach links gegangen.
Es kann natürlich sein, hier rechts ist dann irgendwie zu oder was weiß ich. Hier ginge es jetzt auch nach oben. Nach unten geht es nicht, aber nach oben geht es. Schauen wir mal, was passiert, wenn wir hochgehen. Weiter hoch geht es jedenfalls nicht. Da ist wieder eine Tür. Und ich fürchte, es ist genau die gleiche Tür, in der wir vorher waren. Und da war der Buchclub dahinter, oder? Also haben wir jetzt im Prinzip nichts Neues hier erreicht. Wir wissen nur, dass wir... Okay, die Tür ist blockiert. Wir wissen jetzt nur, dass wir über beide Seiten in dieses Stockwerk kommen konnten. Ohne, dass hier irgendeine Seite blockiert wäre. Sodass man nur von einer Seite hinkäme. Ja, 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 da sind wir vorher reingegangen. Da war der Buchclub dahinter, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Jetzt gehen wir halt einfach wieder runter. Also ich guck nochmal da rein, zur Sicherheit. Dass wir das wirklich schon kennen. Ja, ist gut, gut, dass ich nicht runtergegangen bin. Also gut. Also, folge mir wie ein Schatten. Was? Moment. Nee, ich habe auch nichts mehr dabei. Ich habe nicht mehr Gegenstände dabei, die ich ja irgendwie verwenden könnte. Was soll denn das jetzt? Du wirst mir folgen wie ein Schatten, hast du gesagt. Soll ich mal das Licht anmachen? Geht das? Nee. Ah, ah, das ist jetzt... Okay, ja klar, logisch, natürlich. Jetzt geht's hier nach unten. Aha, sie folgt mir wie ein Schatten. Ja, ja, das ist richtig. Was heißt das? Ich bin echt sowas von gehirngefickt, ich sag's euch. Sowas von gehirngefickt von diesem Spiel. Ich weiß. Aber sie hatte wohl was mit dem Lehrer irgendwie. Der hat dann richtig Ärger gekriegt deswegen, ja? Ja, hier, Verführung Minderjähriger, was weiß ich alles. Soll ja alles nicht sein. Hier geht's runter. Aber was ist dann da noch alles passiert hier? Das ist ja richtig kaputt alles. Ist ja sowas von kaputt. Das kriegt doch keiner auf die Reihe. Also ich bin echt mehr als erstaunt, wie lange dieses Spiel tatsächlich geht. Hey, na? Was ist mit Ihnen los? Who can be calling? Was? Who can be calling at... Wer kann jetzt anrufen? Wer ruft denn um so eine Uhrzeit an? Ja, vielleicht. Weiß nicht. Auf jeden Fall steht... Ich muss jetzt wahrscheinlich ans Telefon gehen. Aber wie? Wo ist mein Schatten? Da bist du. Hi. Und du? The Sliding... Was? The sliding door is wrapped in barbed wire. Okay, also die Schiebetür ist in ist mit Stacheldraht umwickelt. Weiß nicht, was es soll. Alles. Ich bin fertig mit der Welt. Ich weiß nicht. Ich habe keine Gegenstände bei mir, ne? Ich habe wirklich... Das ist ja positiv, dass ich keine Gegenstände mehr bei mir habe, ne? Das heißt, ich habe nichts dabei, mit dem ich irgendwas machen muss. Aber sonst? Da drin... Ja, ich weiß, dass das Telefon da drin klingelt. Aber was soll ich denn machen? Also ich bin sowas von kaputt. Ohne Witz. Es ist jetzt natürlich eine Sache ganz gut. Beziehungsweise wenn das gut ist, dann kann ich jetzt natürlich hier weitergehen. Da drüben steht mein Schatten schon. Remember when you enrolled. So full of passion. Enrolled, weiß ich, also voller Leidenschaft. Keine Ahnung. Participating in every school activity.
showing off your academic abilities. Okay, an jeder Schulveranstaltung hast du teilgenommen, an jeder Aktivität hast deine akademischen Fähigkeiten gezeigt. Grabbing the attention of your peers and teachers. Okay, hast Aufmerksamkeit erregt bei deinen Peers, wahrscheinlich Schulkameraden und Lehrern. Then things took a turn for the worse at home. Okay, also dann hat sich alles durch die schlimme Situation zu Hause verändert. All the attention quickly turned into unwanted scrutiny. Also all diese Aufmerksamkeit hat sich schnell in ungewollte, wahrscheinlich in ungewolltes Mitleid oder sowas verwandelt. So you choose to escape, to turn a blind eye. Also, Freunde. Also entscheidest du dich zu fliehen? To turn a blind eye? Grim Acceptance. Grim, weiß ich jetzt nicht. Grim, ist das nicht so grimmig? Acceptance, Akzeptanz. Turn a blind eye. Ein Auge zudrücken, glaube ich, wahrscheinlich. To escape. Turn a blind eye. Acceptance, Akzeptanz. Machen wir das mal. Akzeptanz klingt doch toll. This place is completely lifeless. Even ideas are buried here. Okay, dieser Ort ist komplett leblos. Sogar Ideen sind hier begraben. Da verbrennen sie Bücher. Weil die Regierung das vorgeschlagen hat. Remember to thorough. Oh Gott, ihr macht Wörter da in das Spiel rein. Remember to thoroughly destroy each book and add the spirit money to throw them off. Okay, also. Jedes Buch soll zerstört werden. Und Spirit Money muss dazu, to throw them off. Also, wozu auch immer. Also, verstehe ich jetzt nicht, wozu da das Spirit Money dazu soll. There can't be any intact book pages. Or else this would be for naught. Naughty heißt ja, ich weiß gar nicht. Verrückt? Es dürfen keine, oder... sollen keine intakten Seiten mehr übrig bleiben. Ansonsten wäre das ja umsonst. Ja, oder wäre das umsonst oder verrückt. Hey, wei! Grüß dich. You're closer with Miss Jin. Okay, du bist... Also, du hast mehr mit Miss Jin zu tun. Du bist ihr näher. I heard that she had to flee the country overnight. Is that true? Okay, also, ich habe gehört, sie musste über Nacht das Land verlassen. Musste aus dem Land fliehen. Ist das wahr? I'm not sure. Moment, das Wei da drüben, nicht wir. Also sie ist ja... Ach, ich weiß nicht, wer hier wie heißt. Wei haben wir am Anfang gespielt, ja. Und dann waren wir irgendwie aufgehangen, plötzlich kopfüber. Ich bin nicht sicher. She never said anything about leaving. Okay, sie hat mir nie was davon erzählt, dass sie abhauen muss. Unlike Miss Jin, we don't have the connections to guide us to safety. Aren't you afraid? Okay, anders als Miss Jin haben wir nicht die erforderlichen Connections, um uns sicher wegzubringen oder zu führen. Hast du keine Angst? Well, actually, what bothers me the most is, do you know how the reading list got leaked out? Okay, also was mich momentan am meisten, oder was mir die meisten Sorgen macht, ist, wie diese Liste, Reading List, also die Leseliste, wahrscheinlich von illegalen Büchern, wie die veröffentlicht wurde, also wie oder wie man davon erfahren hat. Stop asking questions. I'm as clueless as you. Okay, hör auf, solche Fragen zu stellen. Ich bin genauso ratlos wie du. Let's just hurry up and finish this. We don't want to get caught. Okay, lass uns beeilen und das hier beenden. Wir wollen nicht gefangen werden.
A written verdict from court. A written verdict from court. A torn piece of the verdict. Ich weiß nicht, was ein Verdict ist, ehrlich gesagt, deswegen kann ich es nicht übersetzen. Cheng Minghui, District Level Educator. District Level Educator is found guilty with students Y and others of collusion with communist forces. Okay, also Chang Yung-Mu, das ist dieser Mr. Chang. Ja. Er ist also Lehrer, Educator, Education, oder ja. Er bildet auf jeden Fall Leute aus, oder er hat die entsprechende Bildung, um jemanden auszubilden. Wurde für schuldig befunden, mit den Schülern Wei und anderen zusammen, oder mit dem Schüler Wei und anderen zusammen gegen, also auf Collusion, also sie sind wohl mit dem kommunistischen System sind sie kollidiert, ne? Also sie haben da, sie wurden auf jeden Fall erwischt mit ihrer Büchergeschichte da, sehe ich mal so. Cheng Minghui is to be put to death after the court's ruling. Okay, also Todesstrafe. Er hat die Todesstrafe bekommen. Oder wurde totgeschlagen? Put to death. Totschlagen? Weiß nicht. Wei Chongqing pleads guilty to affiliation with communist forces. Reading of prohibited texts with rebellious and corrupt thoughts will be sentenced to 15 years jail time. Okay, also dieser Wei Chongqing, das ist der Schüler, der Wei, den wir am Anfang gespielt haben, wenn ich jetzt nicht völlig ballerballer bin, ja. Der wurde zu 15 Jahren Gefängnis verurteilt, weil er ja daran teilgenommen hat, weil er damit drin war. Jo. Oh. Ich stelle erneut die Frage, wann ist das Spiel zu Ende? Unglaublich. Oh, hi. Soll ich dir folgen? Ist das... Er ist bestimmt in den Buchclub gegangen. Ich kann es mir nicht... Nee, da ist er. Hi. Schon heftig. Dusche waren wir auch schon mal gewesen. Ist lange, lange her. Da habe ich wirklich noch dran geglaubt, dass das Spiel nur 3-4 Stunden lang ist. The door is barred with a broom. There's a note on top of it. Okay, also mit einem Besen versperrt. Da ist eine Notiz oben drauf. Snitcher. Okay, Snitcher hatten wir auch schon. Remove the broom. Ja? Ich will das Ding nehmen. Ah. Beigen? Ja, und nun? Ich hätte das auch nicht machen müssen, also... Die Frage ist... Was hätte es geändert? Können wir jetzt nicht mehr sagen, ne? Ich will ja nur tatsächlich auch nur irgendwann fertig werden mit dem Spiel.